Willkommen im Mittelalter. Ahoi, ich grüße euch auch. Besser gesagt in einer mittelalterlichen slawischen Siedlung, die an dieser Stelle bereits um das Jahr 1000 gestanden haben könnte. Der Ort, an dem wir uns befinden, liegt etwa 2 Kilometer westlich der bayerisch-böhmischen Grenze. Er heißt Bernau. Wer diesen Ort besucht, findet am Rand der modernen Gemeinde eine bemerkenswerte Attraktion. Sozusagen einen historischen Schatz. Dieser Schatz ist ein Freilichtmuseum. In ihm können Besucher einen Tag wie im Mittelalter erleben. Los geht's! Es ist wirklich toll hier! Geht ihr gerne in den Wald? Wenn ihr euch ruhig zu verhalten wisst, seid ihr auf einem Ausflug in die Natur wahrscheinlich schon einigen interessanten Tieren begegnet. Aber wahrscheinlich nur für einen kurzen Blick. Vermutlich ist es vor euch in Windeseile weggelaufen. Schade. Tiere sind schön. Und außerdem sind für den Menschen die aus ihrem Fleisch zubereiteten Gerichte wichtig und schmackhaft. Nö! Ich brauche nur ein paar Nüsse oder Brotkrümel. Aber das Beste ist ein süßer Brei. Lecker! Und jetzt stellt euch vor, dass ihr ein solches Waldtier jagen sollt. Ohne Fernglas, ohne Gewehr. So wie es die Menschen im Mittelalter tun mussten. In diesem Film werden wir erfahren, wie sie es vor Jahrhunderten gemacht haben. Seit Anbeginn der Geschichte verbinden die Menschen den Wald mit Angst und Dunkelheit. Beängstigende Vorstellungen werden mit nächtlichen Geräuschen, aber auch mit der realen Gefahr vor Verletzungen, Begegnungen mit wilden Tieren und manchmal sogar mit dem Tod in Verbindung gebracht. Im Laufe der Jahrhunderte schwand die Angst, da der Wald für die Menschen immer nützlicher wurde. Der Wald lieferte vor allem Nahrung wie Fleisch, Wildfrüchte, Pilze, Honig und Beeren. Aber auch viele menschliche Handwerke hingen vom Wald ab. Das erste, was euch dazu wohl einfällt, ist sicher das Baugewerbe. Zimmerleute und Maurer brauchten starke Bäume für Balken und Bretter in Dörfern, Städten und Adelsschlössern. Und schließlich auch für die vielen Möbel. Was für Möbel! Ich habe einen Tisch aus einem alten Holzblock und schlafe in einem Schuhkarton. Direkt im Wald wurde Holzkohle für Eisenhütten und Schmieden hergestellt. Die Asche der Kohle diente auch als Hilfsmittel für die Glasherstellung. Ein weiterer großer Vorteil des Waldes in der Nähe eines Dorfes war die Weide für die Nutztiere von Frühjahr bis zum Herbst. Die Menschen trieben ihre Herden in den Wald und ließen sie frei herumlaufen. Rinder und Schafe weideten sich an Gras und Kräutern. Ziegen knabberten an Gehölzen und Schweine ernährten sich von Eicheln und Bucheckern. Im Mittelalter sagte man, dass Eicheln das schmackhafteste Schweinefleisch ergeben. Eicheln? Die kenne ich. Sie haben diese lustigen Hüte. Aber auf welchen Bäumen wachsen sie? Auf einer Linde? Einer Fichte? Oder auf einer Eiche? Die Landschaft im Mittelalter muss man sich vorstellen wie ein Mosaik. Ein Flickenteppich aus Feldern, Dörfern, Wiesen und Wäldern. Die Wälder waren in der Nähe der Dörfer meistens sehr licht und luftdurchlässig. Es gab nicht viel Unterholz, weil das alles verbraucht wurde für Heizen und andere Geschichten. Dort, wo man abgelegener war, in den Grenzgebieten, da waren diese Wälder urtümlich und wild und undurchdringlich. Das war natürlich auch Absicht, weil die Grenzen durch diese dichten Wälder ein bisschen beschützt wurden. Und gerade diese dichten Wälder in den abgelegenen Gebieten, die waren natürlich voll mit Tieren. Es gab einmal die Tiere, die ihre Landschaft wirklich gestalten, wie Biber, die Flüsse aufstauen, Seen aufstauen und die ganze Landschaft verändern. Es gab Otter, es gab im Wald natürlich Unmengen von Hirschen, von Rehen, Wildschweine, aber natürlich auch Tiere, die den Menschen gefährlich werden konnten, wie Luchse oder Wölfe. Alle diese Tiere wurden gejagt, meist von Adligen als Sport oder von den Waldbewohnern für ihren Lebensunterhalt und natürlich als Handelsgut, weil ihre Felle sehr begehrt waren. Im Mittelalter waren die europäischen Wälder unterschiedlich im Klima ausgesetzt. Es fing gut an. Irgendwann nach 900 wurde es richtig warm.
In einigen Teilen Europas war die Temperatur bis um einen Grad höher als in unserem Jahrhundert. Das Wetter war stabil, ohne größere Schwankungen oder extreme Temperaturen. Sogar neue, bisher unbekannte Tier- und Pflanzenarten aus dem warmen Südeuropa breiteten sich in Böhmen und Deutschland aus. Im 13. Jahrhundert wurden beispielsweise Granatäpfel und Feigen am Rhein angebaut. Und in Böhmen wurde guter Wein gepflanzt, der milde Winter und sonnige Sommer benötigte. In unserer mitteleuropäischen Landschaft setzte die Ausbreitung von Sümpfen und dichten, undurchdringlichen Wäldern etwa 300 Jahre lang aus. Es entstanden so durchlässigere Laubwälder, in denen das Vieh sicherer weiden konnte. Dies war eine großartige Gelegenheit, mehr Feldfrüchte anzubauen und die Anbauflächen zu erweitern. In einigen Gebieten Böhmens und Bayerns überwogen die Felder und Weiden sogar den Wald. Und dann kam es. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts wurde es dann deutlich kälter. Die kalten Sommer waren auch für die Wildtiere ungünstig. Wölfe drangen aus den Wäldern in die Dörfer ein. Die Ernten auf den Feldern waren mager. Und so begann man wieder verstärkt zu jagen. Naja, nicht jeder wie er wollte. Wie auch der Wald war auch die Jagd durch ein Regelwerk bestimmt. Wer was, wann, wo und wie nutzen durfte, war fein säuberlich festgelegt. Vor der Eiche, hinter der Eiche, dort warten wir auf dich. Seit dem hohen Mittelalter waren die Wälder und das Wild Eigentum des Herrschers. Die Jagd auf Wild war sein Privileg und ausschließliches Recht. Nicht nur wegen der leckeren Beute, sondern auch um sportliche Jagden ging es. Chronisten zufolge erlebten die Herrscher viele Abenteuer auf der Jagd nach Wild und Jagdszenen sind in vielen mittelalterlichen Wandmalereien und Wandteppichen zu sehen. So lernte der böhmische Prinz Ulrich seine spätere Frau Boena wohl bei der Hirschjagd kennen. Und von Kaiser Friedrich II. Ist bekannt, dass er in Momenten größter Sorge mit seinen Falken auf die Jagd ging. Und mittelalterliche Unfälle? Der böhmische König Wenzel I. Stach sich bei der Jagd auf Wild ein Auge an einem Ast aus. Und Kaiser Karl IV. Zog sich einen tödlichen Beinbruch zu, vermutlich bei der Jagd. Was für ein Ding! Damals haben die Jäger das wohl als Sport angesehen. Heutzutage ist also Gymnastik oder Fußball im Vergleich zur Jagd ein sicherer Freizeitspaß. Die Jagd im Mittelalter war eine noble Angelegenheit. Dieser Zeitvertreib war nur der Oberschicht vorbehalten, wodurch sich der Adel von den Leibeigenen und den Bürgern unterschied. In hohen Adelskreisen war die Jagd auf Hirsche oder Rehe, bei der Hunde eingesetzt wurden, die am meisten geschätzte Tätigkeit. Aber was war mit den Leibeigenen, den Dorfbewohnern? Haben sie oder haben sie nicht gejagt? Ja, sie jagten, aber nur manchmal und nur ein bisschen. Die einfachen Bauern erhielten die Erlaubnis zur Jagd von der Obrigkeit. Entweder vom Herrscher, vom Adel oder von der Kirche. In diesen Genehmigungen waren stets die Wildarten, die die Bauern jagen durften, und die Jagdzeiten festgelegt. Daher die Unterscheidung in Hoch- und Niederwild. In der Regel durften nur Niederwild und Vögel frei gejagt werden. Dazu gehörten Eichhörnchen, Wachteln, Kaninchen vom Frühjahr bis zum Herbst und manchmal auch Raubwild wie Wildkatzen, Füchse, Marder und Otter, die Fische fingen und dadurch als schädlich betrachtet wurden. Die Obrigkeit hingegen rief häufig die freie Jagd auf Großwild aus, sogar auf Wölfe und Bären. Die Dorfbewohner wurden auf diese Weise zur herrschaftlichen Jagd herangezogen. So mussten die Leibeigenen beispielsweise bei der Jagd das Wild jagen oder den Falknern und Biberjägern, das heißt den Jägern, die die Aufzucht der Biber an den Bächen überwachten, Übernachtungsmöglichkeiten im Dorf bieten. Die Bauern selbst durften die Tiere, die ihre Felder zerstörten, jedoch nicht jagen. Wenn die Dorfbewohner bereits die Erlaubnis hatten, größeres Wild zu jagen, mussten sie die Felle ihres Fangs an ihre Herren abliefern. Sie waren verpflichtet, die Felle von Bären, Wölfen, Füchsen, Luchsen, aber auch von Eichhörnchen und natürlich die schönen Winterfelle von Hermelinen, Mardern und Wieseln abzugeben. Ach was, wer braucht schon Pelze? Ich mag es auch warm, aber rate eher hinter einen Ofen zu kriechen. Für die Dorfbewohner war die Jagd auf Hirsche in den Wäldern völlig verboten.
Ein Verstoß gegen dieses Verbot konnte sie sogar das Leben kosten. Ab dem 14. Jahrhundert verbot die Obrigkeit den Bauern sogar, mit Pfeil und Bogen oder Armbrust in den Wald zu gehen oder Fallen und Gruben für Tiere zu benutzen. Nur Imker waren ausgenommen, denn sie mussten es womöglich mit einem Bären am Bienenstock aufnehmen. Und wie hoch waren die Strafen? In der Tat mittelalterlich. Wilderei wurde gnadenlos geahndet. Im 12. und 13. Jahrhundert wurden für Waldplünderungen hohe Geldstrafen verhängt, die der Bauer meist nicht bezahlen konnte und deshalb ins Gefängnis kam. Es ist jedoch auch ein Fall bekannt, in dem ein Wilderer in einem Tierfell erhängt und ein Hirschgeweih als Zeichen seines Verbrechens über ihn an den Galgen genagelt wurde. Und noch eine wichtige Frage. Was geschah mit den Tieren, die erlegt wurden? Euch allen ist sicherlich klar, dass sie bis auf wenige Ausnahmen alle auf dem Teller landeten. Während sich die Adligen gern an den ausgezeichneten Reh- und Hirschbraten labten, wurde im Dorf stets fast alles gegessen. Allerdings durften nur Tiere bis zur Größe eines Kaninchens wie Krähen, Eichhörnchen und Hasen in den Wirtshäusern zubereitet werden. Nur gesundes und sauberes Fleisch durfte verkauft werden. Von Wölfen gebissenes Fleisch zum Beispiel war verboten. Und weiter? Nun ja, Pelze. Kein adliger oder wohlhabender Bürger konnte auf Pelzschmuck, Mützen oder Handschuhe verzichten. Aber auch für Pelze gab es im Mittelalter strenge Regeln. Also wer Pelze tragen durfte und wer nicht. Warum nicht? Ich habe ein weiches Fell auch in meinem Bettchen. Aber nicht wirklich. Ich habe nur Mäusehaare gesammelt. Nur die Kleidung der Adligen war mit den wertvollsten und aufwendigsten Pelzen geschmückt. Für die Stadtbewohner waren einige Pelze nicht erhältlich. Und die Leibeigenen auf dem Land konnten sich wegen des hohen Preises in der Regel fast keine leisten. Zu den luxuriösesten gehörten Pelze aus Zobel, Marder, Wiesel und Eichhörnchen. Das dicke, weiße Winterfell des Hermelins war dem höchsten Adel und dem Herrscher vorbehalten. Die Felle von Fuchs, Biber, Wolf, Bär, Kaninchen, Hase, Eichhörnchen, Luchs, Dachs, Iltis und Wildkatze wurden für die Kleidung der Reichen verwendet. Hutmacher fertigten Hüte hauptsächlich aus Biber- und Kaninchenfell an. Manche auch mit Fuchsschwänzen verziert. Auch Wolfspelze waren beliebt. Sie waren warm und hielten angeblich Flöhe fern. Pelze wurden zum Auskleiden von Wintermänteln, Kragen und Ärmeln verwendet, die von den Schultern bis fast zum Boden reichten. Die Röcke der Frauen waren außerdem mit Wolfs- und Fuchspelz gefüttert, um der Kälte zu begegnen. Obwohl die Bürger versuchten, sich in ihrer Kleidung dem Adel anzunähern, konnten sie sich in der Regel nur die üblichen Felle – Fuchs, Kaninchen, Marder und Iltis – leisten. Für den Winter konnte man nur einen Mantel aus Fellen von Haustieren herstellen. Von Widdern, Schafen, Lämmern und sogar Schweinen. Und selbst das geschah nicht so oft, wie uns Filme glauben lassen wollen. Denn ein guter gewebter Wollmantel war viel leichter herzustellen als ein guter Pelz. La, da, la, da, da. Na, da, na, da, na. Wenn wir schon von Waffen sprechen, im letzten Kapitel unseres Films müssen wir auch kämpfen. Im Mittelalter gab es immer viele Feinde und man hatte in seinem Dorf eine Menge zu verteidigen. Die Kirche, die Schmiede, die Mühle, die Schenke, die Wohnhäuser und vor allem die Menschen. Nähern sich Wilde, berittene Räuber oder hungrige Soldaten einer fremden Armee dem Dorf? Als Bauer im Mittelalter hatte man mehrere Möglichkeiten der Verteidigung. Die erste war die Lage des Dorfes. Einige Siedlungen lagen weit entfernt von den Hauptstraßen und gut versteckt in den tiefen Wäldern. Sie wurden absichtlich so gebaut, um direkte Gefahren zu vermeiden. Das Dorf Bernau war in dieser Hinsicht allerdings etwas anderes. Bereits im frühen Mittelalter wurde es an einem wichtigen und stark befahrenen Weg zwischen Prag und Nürnberg erbaut und konnte daher Kämpfen nicht ausweichen.
Dafür hatte es Vorteile in Sachen Versorgung und durch die Kontakte mit der Außenwelt. Das ist es! Vielleicht wandern ja noch ein paar andere Kobolde herum. Ich würde sie gerne kennenlernen. Was könnten die Dorfbewohner hier zu ihrer Verteidigung genutzt haben? Zunächst einmal die Warnzeichen der Herren. Auf den Hügeln mit Weitsicht standen Tag und Nacht Wachen bereit, um hohes Reisigholz in Brand zu setzen. Das war ein unübersehbares Warnzeichen für nahende Gefahr. Die Menschen flüchteten in solchen Zeiten in nahegelegene Wälder oder Schilfteiche. Angreifer auf schnellen Pferden wagten sich normalerweise nicht an solche Verstecke. Aber unser Dorf hatte im Mittelalter noch eine andere großartige, abschreckende Verteidigungsmöglichkeit. Es handelt sich um einen hölzernen Wehrturm aus dem 11. Jahrhundert, die sogenannte Motte- oder Turmhügelburg, die heute ein Symbol des Geschichtsparks ist. In dieser Grenzregion gab es etwa 40 ähnliche Türme, die alle auf dieselbe Weise erbaut wurden. Die Dorfbewohner schütteten zunächst einen künstlichen Hügel auf und umgaben ihn mit einem Graben. Wenn ein Dorf, so wie Bernau, in der Nähe eines Baches oder Flusses lag, war die beste Lösung, den Graben mit Wasser zu füllen. Auf keinen Fall! Kaltes Wasser! Ich bin neulich aus Versehen in eine Regenrinne gefallen und hatte 2 Wochen lang Schnupfen. Um Erdrutsche unter dem Turm zu verhindern, sicherten die Dorfbewohner das Fundament mit tief eingelassenen Holzpfählen. Die Außenmauern der Festung wurden dann sorgfältig aus dicken, aus Baumstämmen geschnittenen Bohlen zusammengesetzt und mit schmiedeeisernen Nägeln sicher befestigt. Der Eingang zur Festung wurde hoch über dem Boden angebracht, um eine noch höhere Sicherheit zu gewährleisten. Von dem 11 Meter hohen Turm aus konnten sie jeden sich nähernden Feind aus großer Entfernung sehen. Die Motte wurde von mehreren Männern bewacht, die immer im Wechsel ihren Dienst taten. Ihre Waffen und Ausrüstungsgegenstände lagen in der Wachstube zum sofortigen Einsatz bereit. Doch die Verteidiger hatten es schwer, sich auf die Schlacht vorzubereiten. Zunächst mussten sie eine dicke Schicht Kleidung über die lange Unterwäsche anziehen, darüber ein 20 Kilo schweres Kettenhemd und einen Helm. Das Hemd wurde mit einem Ledergürtel zugezogen, an dem ein Schwert hing. Von der Galerie des Turms aus konnte man Pfeile mit dem Bogen abschießen oder Speere auf den Feind werfen. Mit den damaligen Waffen war es also für die Gegner fast unmöglich, die Motte zu erobern. Und die Dorfbewohner konnten also in der Motte Zuflucht finden. Wir haben heute viel erlebt. Was? Schon wieder vorbei? Wir sind durch einen mittelalterlichen Wald gelaufen, haben wild gejagt und sogar unser Dorf gegen Feinde verteidigt. Und was kommt als nächstes? Ihr werdet erfahren, wie man im Mittelalter gereist ist. Aber nicht mit irgendjemandem. Wir reisen mit dem böhmischen König und römischen Kaiser Karl IV. Selbst von Prag nach Nürnberg. Das ist das Thema des nächsten Films. Das könnte sehr interessant werden. Ich freue mich schon auf euch.